Ganz ehrlich, als ich AutoGPT zum ersten Mal benutzt habe, hat das bei mir eine körperliche Reaktion ausgelöst. Also bisschen Schweißausbruch, bisschen Herzklopfen, so eine komische Mischung aus Faszination und der Gewissheit, dass diese Technik ziemlich viel verändern wird und man noch nicht so genau weiß, ob das gut oder schlecht ist. Und all das, obwohl die Software im Moment noch läuft wie ein Sack Schrauben. AutoGPT ist sozusagen eine To-Do-Liste, die ich aufschreibe und die sich dann selbst abarbeitet. Vor allem AutoGPT überlegt sich selbst, also aus sich selbst heraus, wie es die Aufgaben löst. Guck mal hier, das tippe ich hier auf Englisch ein. Denk dir 10 seltsame und niedliche Fantasietiere aus. Generiere Bilder von diesen Tieren und speichere die ab. Ja, und dann fängt das System an und es macht mehr, als ich gefragt habe. Es denkt sich Namen aus von den Tieren, es denkt sich Charaktereigenschaften aus, schreibt die in eine Liste, ja, und fängt dann an, Bilder zu generieren, ohne dass ich da irgendwie eingreife. Das ist Draconix, das Einhorn mit einem großen Herz für alle Lebewesen. Oder hier, finde heraus, wo Jan Kino Jansen arbeitet, suche die Mailadresse von ihm raus und schicke ihm ein Foto von einem Schokokuchen und einem Raspberry Pi. Und dann rödelt das System ein bisschen rum und hat nach ein paar Sekunden herausgefunden, ja, Editor bei CT und die Mailadresse auch. Aber ganz wichtig nochmal zur Klarstellung. Ich will hier keine aufgeblasenen Erwartungen aufbauen. Das funktioniert alles noch nicht richtig gut. Das ist ein Experiment, das ist buggy, das ist unelegant zu bedienen und funktioniert bislang auch nur auf Englisch. Vor allem ist es auch gefährlich. Also guckt auf alle Fälle das ganze Video, bevor ihr selbst damit experimentiert. Wirklich. Aber ich gehe jede Wette ein, dass das nur eine Frage von Monaten oder sogar nur Wochen ist, bis das besser funktioniert. Und das wird viel verändern. Ganz bestimmt. In diesem Video erzähle ich euch meine Erfahrungen mit AutoGPT und erkläre auch, wie man das installiert. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei. Fahrradkeno macht wieder Werbung in eigener Sache. Wir suchen wieder Leute und zwar eine oder einen Videoredakteur oder Redakteurin für Heise Online. Das heißt, bei uns im Team produziert ihr nicht nur Videos, sondern konzipiert die auch. Und ja, ich glaube, das ist ein cooler Job. Unten in der Beschreibung ist der Link zur Stellenanzeige. Dieses Video wird gesponsert von EcoVax. Die Zukunft des Rasenmäher-Roboters kommt ohne doofes Begrenzungskabel aus. Jo, der EcoVax Goat G1 funktioniert wirklich komplett ohne Kabel. Er braucht lediglich drahtlose Beacon-Stationen, die jeweils eine Reichweite von 45 Metern haben. Die Beacons legt man irgendwo an den Rasenrändern ab und den Rest macht der Goat G1 vollautomatisch. Es sind neben GPS und Ultra-Breitbandfunk auch eine 360 Grad und eine Fischaugenkamera eingebaut. Bis zu 100 Meter ist die Sichtweite. Und während sich viele andere Mähroboter nicht selbst orientieren können und so den Rasen ungleichmäßig und ineffizient mähen, haben sie auch noch das Problem, dass sie zum Beispiel Kinderspielzeug oder Igel nicht sehen. Dank der Hinderniserkennung passiert das dem G1 Goat nicht. Ja, und damit der Goat nicht direkt in ein Matschloch fährt, kann man in der App natürlich Sperrzonen einrichten, falls er doch mal nass wird. Er ist nach IPX6 Standard wasserdicht und kann durch Pfützen mit einer Tiefe unter 3 cm auch einfach durchfahren. EcoVax verspricht, dass der Mähroboter Rasenflächen mit bis zu 1600 Quadratmetern automatisch mähen kann. Der EcoVax Goat G1 ist ab sofort in 180 ausgewählten Obi-Märkten erhältlich und außerdem bei Amazon. Die Links stehen auch unten in der Beschreibung. Werbung Ende. Bislang war immer klar, wie Computer funktionieren. Die arbeiten Anweisungen ab, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Anweisungen müssen klipp und klar sein, dürfen keine Fragen offen lassen. So funktionieren Computer ja, seit es Computer gibt. Und jetzt, und ich glaube, das kann man so klar sagen, gilt diese Regel nicht mehr. Mit AutoGPT sagt man einfach, was man erreichen will, was das Endresultat sein soll und wie der Computer dahin kommt, kann er sich selbst überlegen. Das klingt jetzt total profan, aber das ist krass. Das ist wirklich eine elementare Veränderung. Zum Beispiel bei meinem einfachen Beispiel mit dem Herausfinden meiner Mailadresse. Wollte man sowas bislang machen, musste man das halt entweder irgendwie manuell recherchieren oder so eine Suchfunktion selbst programmieren. Und das ist gar nicht mal so trivial. Also eine Websuche starten, dann die Ergebnisse parsen und hoffen, dass in den Daten der Suchmaschine irgendwo die Mailadresse steht. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht es mit dem selbstgeschriebenen Programm nicht weiter. Dann
fährt das gegen eine Wand. AutoGPT denkt sich dagegen automatisch mehrere Wege aus, um ans Ziel zu kommen. Es googelt nicht nur, es guckt zum Beispiel bei meinem Fall auch bei MugRack, so eine Journalistendatenbank, und guckt bei LinkedIn. Bei einem meiner E-Mail-Herausfindversuche hat AutoGPT den Arbeitgeber der Zielperson gefunden, aber nicht die Mailadresse. Ja, und dann hat er vorgeschlagen, eine freundliche Mail an den Arbeitgeber zu schicken und nach der Mailadresse der Person zu fragen. Ich habe das dann abgebrochen, aber ja, so würde das ein Mensch auch machen. Jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Was ist denn das jetzt genau, dieses AutoGPT? Ja, nicht mehr als ein experimentelles Python-Skript. Das ist nicht mal ein ausführbares Programm, sondern das ist im Moment wirklich nur ein Skript. Allerdings ein sehr beliebtes Skript. Als ich für dieses Video recherchiert habe, war AutoGPT das populärste Projekt auf ganz GitHub, dieser Plattform für Softwareentwicklungsprojekte. Und nochmal kurz ein Disclaimer. Weil gerade täglich sehr intensiv an AutoGPT gearbeitet wird, kann es gut möglich sein, dass sich da schon wieder Sachen geändert haben, wenn dieses Video herauskommt. Was sich aber auf jeden Fall nicht verändert wird, die Intelligenz von AutoGPT kommt nicht aus den Python-Skripten, sondern von außen, nämlich von OpenAIs GPT-3.5 und GPT-4, also den großen Sprachmodellen, die auch hinter ChatGPT stecken. Statt aber halt manuell Fragen zu stellen, promptet sich AutoGPT selbst. Dafür muss man einmal seinen OpenAI API-Key hier eingeben, hat man einfach einen normalen, kostenlosen ChatGPT-Account, kann man damit auch auf platform.openai.com sich einloggen, hier oben rechts auf den Account klicken und sich dort dann einen API-Key rausgeben lassen. Mit der kostenlosen Variante habt ihr $5 API-Guthaben. Und so als Einordnung, während der Recherchen für dieses Video lief AutoGPT mehrere Stunden lang durch und hat bei mir dabei weniger als $3 verbraucht. Beim ersten Start fragt AutoGPT, wie die generierte KI heißen soll, also zum Beispiel Tierausdenker, was es machen soll, ja klar, Tiere ausdenken. Und das Wichtigste, was sind die Ziele? Die gibt man dann ein und dann läuft das Skript los. Und im Standardmodus muss man dann jeden Schritt manuell abnicken, was definitiv auch sinnvoll ist, eben weil die Software noch total buggy läuft. Und weil das System nicht nur Prompts an die OpenAI API weitergibt, sondern halt auch Python-Skripte selbst generiert und ausführt, ja, muss ich glaube ich nicht weiter erklären, dass das alles andere als sicher ist. Man kann das System auch autonom laufen lassen und mir ist klar, dass das den wohl größten Reiz darstellt. Aber hier sollte man wirklich absolut wissen, was man da tut und das niemals auf einem Produktivsystem einsetzen, sondern wenn überhaupt in einer virtuellen Maschine ohne jegliche wichtigen Daten. Weil das System aber selbst denkt, also es völlig unvorhersehbare Sachen machen kann, ist auch der Betrieb in einer virtuellen Maschine nicht sicher. Also immer beaufsichtigen oder besser noch, guckt euch das Video her an und wartet ab, bis das Ganze stabiler und ausgereifter ist. So, jetzt aber genug Warnungen. Was genau kann einem AutoGPT denn jetzt schon für Arbeiten abnehmen? Ehrlich gesagt, im Moment noch keine so richtig. Bei meinen Experimenten hat das System einige wirklich faszinierende Sachen hinbekommen, habe ich euch ja am Anfang des Videos gezeigt, aber es hat nie geschafft, die gestellten Aufgaben wirklich komplett zu lösen. Irgendwann ist das immer an irgendwas gescheitert und hing in einem Loop fest, beziehungsweise hat irgendwelche schon gelösten Aufgaben wieder von vorn begonnen. AutoGPT kommuniziert glücklicherweise immer sehr deutlich, was es macht. Das ist ziemlich interessant. Man gibt nur eine kurze Anweisung, also denk dir 5 Tiere aus und generiere Bilder von denen und dann kann man mitverfolgen, was AutoGPT denkt und was der Plan ist, nämlich den Generate Image Befehl nutzen, um Bilder von Fantasietieren zu generieren und die Tiere als Prompt für den Bildgenerierer zu beschreiben. Und dann gibt es auch immer noch eine Kritik, also wo das System mitteilt, worauf es aufpassen muss. Ich muss sicher gehen, dass ich die Fantasietiere detailliert beschreibe, sodass die generierten Bilder auch wirklich so aussehen, wie ich mir das vorstelle. Krass, oder? In AutoGPT sind so ein ganz paar fertige Funktionen eingebaut. Also zum Beispiel ein Webcrawler oder eine Bildgenerierung mit DALL-E 2. DALL-E 2 ist ja auch von OpenAI und weil man ja sowieso schon den API-Key für GPT angegeben hat, kann AutoGPT den halt auch direkt für DALL-E benutzen. Aber AutoGPT kann sich auch selbst Funktionen programmieren. Ich habe mal beobachtet, dass AutoGPT, als es 10 Bilder generieren sollte, ein Bild mit DALL-E 2 produziert hat und dann auf einmal angefangen hat zu recherchieren, wie man sonst noch so Bilder generieren kann, was komplett in die Hose gegangen ist. Und das ist das, was ich meinte mit den unvorhersehbaren Ergebnissen. Solche freien Recherchen von AutoGPT führen meistens ins Nichts, weil man ja zum Beispiel für viele Aktionen im Netz Accounts braucht und die hat AutoGPT nicht und kann die auch nicht anlegen. Und es scheitert auch schon an irgendwelchen Cookie-Bannern, wenn es Seiten anzeigt.
gemacht. So, und wie ist das mit den Falschinformationen? Weil AutoGPT dazu tendiert, Fakten live aus dem Netz abzurufen und dann nur die Suchergebnisse mit GPT analysiert, neigt es deutlich weniger zu diesen Halluzinationen, die man ja von ChatGPT und Bing kennt, also so komplett ausgedachten Quatsch. Das funktioniert bei AutoGPT etwas zuverlässiger, weil es die Fakten eben nicht aus seinem Sprachmodell herauszieht, sondern eben aus Google zum Beispiel. Trotzdem sind bei meinen Recherchen manchmal heftige Fehler aufgetreten. Also, dass AutoGPT zum Beispiel gesagt hat, ich würde in den Niederlanden arbeiten oder so. Also, das ist definitiv noch ein Problem. Um aufs Netz zuzugreifen, benutzt AutoGPT übrigens manchmal das Selenium-Framework. Es kann also passieren, dass es das Web nicht nur im Textmodus parst, sondern manchmal geht auch ein Browserfenster auf. Und offenbar, das konnte ich leider noch nicht testen, kann AutoGPT damit auch grafische Elemente und Bilder analysieren. Geht ja mit GPT-4, der aktuellen GPT-Version. Will man darauf allerdings über die API, also die Programmierschnittstelle, zugreifen, muss man sich bislang noch bei OpenAI extra bewerben. Das habe ich zwar, wurde aber noch nicht freigeschaltet. Deshalb konnte ich AutoGPT nur mit GPT-3.5 testen. Diese Version würde AutoGPT allerdings auch größtenteils verwenden, wenn ich Zugriff auf GPT-4 hätte. Denn GPT-4 ist in der Nutzung ungefähr 30 mal so teuer wie GPT-3.5 Turbo. Und deshalb versucht AutoGPT natürlich so viel wie möglich GPT-3.5 zu nutzen und switcht nur dann, wenn es Vorteile bietet, auf GPT-4. Falls ihr jetzt denkt, hä? Man kann GPT-4 doch mit der Premium-Version von ChatGPT schon nutzen. Ja, das stimmt, aber OpenAI erlaubt noch keinen API-Zugriff über andere Software, also zum Beispiel AutoGPT. Also erlaubt das schon, aber nur für Leute, die freigeschaltet sind. So, und hier noch ein kurzes Tutorial, wie man AutoGPT installiert. Alle Links sind natürlich im Beschreibungstext hier unten. Die Software läuft auf Linux, macOS und Windows, aber bislang nur auf der Kommandozeile. Es gibt zwar schon grafische Benutzeroberflächen, davon lief bei uns aber keine einzige. Mein kurzes Tutorial setzt voraus, dass ihr Python installiert habt, mindestens Version 3.1.0. Alternativ könnt ihr AutoGPT auch über Visual Studio Code Dev Container oder Docker nutzen. Ich zeige hier nur die Python-Variante. Außerdem braucht ihr einen Account bei OpenAI. Den habt ihr, wenn ihr, wie gesagt, ChatGPT nutzt. So, und die Software selbst kriegt ihr von GitHub. Einfach hier auf autogpt/releases/latest und dann hier unten Source Code runterladen. Es gibt keine ausführbare Datei, weil, wie gesagt, alles nur Python-Skripte. Die gepackten Dateien entpackt ihr dann in einen Ordner und dann macht ihr eine Kommandozeile auf. Unter Windows brauche ich dafür übrigens Adminrechte. Das geht zum Beispiel so: Starttaste drücken, CMD eingeben und dann Rechtsklick als Administrator ausführen. Dann hangelt ihr euch über die Kommandozeile mit CD in den Ordner, in dem ihr AutoGPT entpackt habt und dort dann eingeben pip install -r requirements.txt. Dann wird alles installiert, was AutoGPT so braucht. Ist das durchgelaufen, öffnet ihr die Datei .env .template in einem Texteditor und tragt da dann euren OpenAI API Key ein. Wo ihr den findet, habe ich ja schon erklärt. Dann speichert ihr die Datei als .env, also ohne das .template, und je nach Betriebssystem kann es sein, dass euch Dateien mit Punkt am Anfang nicht angezeigt werden. Unter Linux seht ihr die zum Beispiel nur mit dem Befehl ll und nicht mit ls. Ja, und das war's schon. Da müsst ihr noch eintippen python-m autogpt, beziehungsweise wenn ihr keinen GPT-4 Zugang habt, python-m autogpt --gpt3 only, und dann läuft das. Ihr werdet jetzt nach Namen der KI und den Zielen gefragt und los. Und wie gesagt, standardmäßig müsst ihr jeden Schritt mit y abnicken. Ihr könnt aber auch y-20 eingeben, dann laufen die nächsten 20 Schritte autonom durch. Gewarnt hatte ich euch ja. Mein Fazit: AutoGPT ist für mich eines der faszinierendsten Stücke Software seit langem. Also für mich zeigt das echt ganz deutlich, wo die KI-Reise hingeht. Nicht nur, dass diese Systeme ermöglichen, ohne Programmierkenntnisse zu programmieren, sondern das sind natürlich auch persönliche Assistenten. Stellt euch mal vor, ihr könnt einfach, hey, ich brauche eine Schutzhülle für mein XY-Handy, bestell mir mal bitte eine, die gute Bewertung hat, ich will aber nicht mehr als 10 Euro ausgeben. Oder mach mir mal bitte einen Termin beim Augenarzt in Hannover, am besten Mittwochnachmittags, zur Not geht auch Montagmorgen. Man kann ja in vielen Arztpraxen Termine über Webinterfaces machen und das können solche Systeme natürlich relativ problemlos. Also alles, was man im Internet machen kann, werden diese Systeme sehr bald autonom bewerkstelligen. Und es geht hier jetzt auch gar nicht darum, ob man das gut oder schlecht findet oder gefährlich. Es ist einfach ganz klar, dass es diese Sachen geben wird. Und wenn Menschen das nervige Arbeit erspart, werden sie das auch nutzen. Wie fasziniert Leute von diesen Systemen sind, zeigt ja auch die Popularität auf GitHub. Ich würde auf jeden Fall sogar noch weitergehen und denken, dass solche Systeme viele normale User-Interfaces, wo man irgendwas in irgendwelche Felder eintragen
tragen muss, um sich zum Beispiel eine Pizza zu bestellen, einfach verschwinden lassen wird, weil man einfach in normaler Sprache sagen kann, was man will. Oder liege ich hier jetzt total falsch? Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich freue mich darüber und natürlich gerne abonnieren. Tschüss.